und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, in der letzten Folge, wie man oben noch sieht, mussten wir einiges mit Goofy machen, fotografieren, verschiedene Sachen und angeln am Ende, beziehungsweise Muscheln sollten wir sammeln. Und das fand ich jetzt besonders fies, sollten wir sammeln, hatte ich noch da. Also habe ich nicht frisch mit Goofy gesammelt, sondern hatte ich noch da. Trotzdem waren sie direkt abgehakt. Und die Garnelen, wie man sehen kann, habe ich auch da. Steht sogar drin, dass das Goofys Quest ist. Trotzdem wollen die das nicht akzeptieren, ja, dass das, dass ich die habe, sondern die wollen unbedingt, bitte, dass ich das mit Goofy zusammen mache. Was ich festgestellt habe mittlerweile, ich habe mal im Internet ein bisschen recherchiert, dass das hier, also hier, vielleicht auch da rechts, dass das die einzigen zwei Stellen sind und auch nur, wenn blaue Blubberblasen da sind. Also bei diesen weißen hier eher nicht. Das habe ich auch schon festgestellt. Bei den weißen habe ich jetzt schon ein paar Mal geangelt und ich habe da nichts bekommen bisher. Es kann wohl auch möglich sein, dass man mal das Glück hat, eine Garnele damit zu bekommen. Aber in der Regel, naja, die habe ich quasi fast immer bekommen. Oh. Die können wir jetzt nochmal mehrfach sammeln. Das machen wir doch. Machen wir doch gerne. Ich glaube, das waren alle. Ich hoffe, das waren alle. Ja, und alles nebenbei beim Reden. Also. Das ist so mein Tipp. Also, den ich im Internet gefunden habe. Hier so diese Stelle und blaue Blubberblasen. Da ist die Chance wohl wesentlich höher, überhaupt irgendetwas zu bekommen in der Richtung. Da wir jetzt hier leider nicht weitermachen können, aber in der letzten Folge, ja, kannst wieder gegen Goofy, sorry, ich melde mich dann. Ich muss dann aber wahnsinnig viel hier angeln, wo ich schon wieder gar keine Lust drauf habe. Da wir in der letzten Folge aber durch Zufall hier, wo ist Wolli denn jetzt schon wieder hin? Ach, da. Durch Zufall hier, also hier am Strand da hinten, dass, ja, die Erinnerung, sag ich mal, also dieses Bild gefunden haben von Wolli. Wo will der denn jetzt schon wieder hin? Da ist er doch. Nein, bleib stehen, Wolli. Warte auf mich. Genau, warte doch einfach mal auf mich. Oh. Deswegen machen wir jetzt einfach erstmal mit Wolli weiter, weil es geht halt nicht anders. Die seltsame Maschine, die wir repariert haben, hat eine weite Erinnerung gefunden. Es ist deine Erinnerung an dich, wie du mit Ariel Dinge getauscht hast. Ihr kanntet euch. Wow. Wolli. Ich wette, du willst mit ihr reden. Folge mir. Ist sie denn noch da, wo ich denke, dass sie ist? Ja, sie ist noch da. Dann komm mit. Ich wollte gerade sagen, das sieht aber komisch aus da hinten. So. Ariel, nicht weglaufen, wir kommen. Ariel? Ariel? Sie ist bei sich zu Hause, glaube ich. Ah, ja. Ich habe sie noch nie bei sich zu Hause gesehen. Oh, hallo. Hi. Du meine Güte, Gameplayerin, es ist schön, dich zu sehen. Und Wolli, du bist auch da. Ja, er sammelt Dinge wie du. Du hast mit Gegenständen aus deiner Sammlung gehandelt. Oh, ich erinnere mich. Es war vor dem Vergessen. Wolli ist ein wunderbarer Sammler. Oh, ja. Wir sollten wieder tauschen. Oh, ich kann ihm meine Duplikate geben. Ich habe eine ganze Kiste voll mit Dingelhoppern. Und ich würde gerne ein paar Dinger finden, von denen ich gehört habe. Wie einen Bowlingkegel. Was? Oder einen Spielzeugeisenbahn. Oder etwas namens Blühbirne? Wolli, wenn du so etwas hast, würde ich gerne tauschen. Hat er mir nicht eine Glühbirne mal gezeigt? Ariel ist auf der Suche nach einem Bowlingkegel, einer Spielzeugeisenbahn und, ich glaube, sie meinte, eine Glühbirne. Hast du so etwas? Wo glaubst du, können wir einen Bowlingkegel finden? Wolli, Wolli, Wolli. Du benutzt deine Hände, um eine lange Nase und einen spitzen Hut zu machen? Oh,
Du glaubst, Goofy oder Merlin haben so etwas? Na gut, ich kann sie fragen. Also, lange Nase, spitzer Hut. Ja, passt beides auf Merlin. Wie kommt die da jetzt auf Goofy? Naja, gut, die Nase, ja gut, okay. Und was ist mit der Spielzeugeisenbahn? Ich bin mir auch nicht sicher. Vielleicht haben Dagobert oder Mickey sowas. Ja, wahrscheinlich eher Dagobert. Und eine Glühbirne. Wally! Du glaubst, du besitzt so etwas in deiner Sammlung? Das ist großartig. Und jetzt lass uns danach suchen. Yippie! Okay, machen wir. So, Merlin als erstes. Wo haben wir dich denn? Du bist wieder mal zu Hause. Warum kann ich dich nicht einfach fixieren? So, Goofy, mit dir rede ich gleich auch nochmal. Ich muss aber erstmal gucken, weil wenn er sagt, ne, spitzer Hut, lange Nase, denke ich natürlich als erstes an Merlin. Oder überhaupt nur an Merlin, ehrlich gesagt. Fragen wir mal nach. Oh, Hallöchen. Du kommst ein bisschen spät, weißt du? Wie, hast du eine Frage? Hä? Kennst du den Unterschied zwischen heller und dunkler Magie? Ja, das hatten wir ja schon. Was zieht dich an, helle oder dunkle Magie? Helle natürlich. So, das hatten wir schon alles. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Oder heißt das, dass wir die Sachen selber finden müssen, indem wir hier quasi suchen? Anscheinend müssen wir ja nicht mit denen sprechen. Oder muss ich doch mit Goofy sprechen? Das verwirrt mich jetzt hier gerade so ein bisschen. Wenn ich jetzt mit Goofy spreche, er hat ja jetzt noch keine... Aua, noch keine neue Quest, ne? Hallöchen! Schön, dich zu sehen. Abendessen mit einem Freund. Das ist aber wieder was anderes. Es ist so inspirierend. Also das möchte ich jetzt nicht nochmal alles machen, weil das hatte ich jetzt schon mehrfach. Kluger Geschäftsmann, ja, er ist großartig. Ne, es gefällt mir nicht, wie geizig er ist. Stolz auf seine Arbeit, naja, gut. Er sagt, man muss schlauer sein als die Dummies wahrscheinlich. Nein, ich glaube nicht, dass das so ist. Wir sehen uns! Okay, naja, gut. Dann gucke ich aber mal bei ihm zu Hause. Ah! Ich komme nur wieder... Doch, jetzt komme ich ran. Okay, man muss also tatsächlich nicht mit den Leuten sprechen. Oh! Ich habe den Schuh gefunden, den Wally normalerweise hat. Den kann man doch nicht nehmen, ne? Den hat er hier hingebracht. Oder vielleicht hatte Goofy den ja vorher schon. Ich weiß es nicht. Ich frag mich, wo meine Gummistiefel sind. Da sind Blumen drin, habe ich gerade festgestellt. Was war das? Dagobert Duck oder ich weiß nicht mal, wer der zweite war. Wenn, dann wird er sowas hinter der Theke haben, oder? Tresor vielleicht? Wer weiß. Hey, ich habe einen Job für dich. Ja, aber dann nehme ich nachher eine Quest an. Das will ich nicht. Und es sieht so aus, als ob man die Sachen finden muss. Hatte der gesagt, oder Donald? Wally, warte. Kannst du mir das nochmal sagen? Ja, Spielzeugeisenbahn. Ach so, oder Mickey war das, genau. Ja, ja, ja. Ich muss mit dir sprechen. Ja, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade eine Spielzeugeisenbahn suchen. Es tut mir leid. Mickey. Minnie ist hellauf begeistert und immer... Nein, das sage ich jetzt nicht. Wenn sie mich sieht... Nein, du willst mich... Oh, das ist so zum Kotzen. Jetzt muss ich das wieder unterbrechen, nur weil dieses blöde System mich nicht da reinlässt, weil Mickey es unbedingt für nötig hält, um diese Uhrzeit schon zu schlafen. Ich verstehe es nicht. Und ganz offensichtlich ist es ja bei Mickey. Oh, das nervt so unheimlich.
Ich meine, dass man mit denen nicht sprechen kann, das ist ja schon blöd genug. Aber wenn man dann die Sachen noch nicht mal sammeln kann, also das ist wirklich... Okay, hier kann ich anscheinend regelmäßig diese Teile holen. Laternenfall. Ganz viele Laternenpfahle. Lager öffnen. Okay, im Lager hat er auf jeden Fall nichts. Benutzen. Ach so. Ich bin aber auch blöd. Er meint wahrscheinlich, er hat das im Sinne von, wo sein Haus ist, oder? Vielleicht hat er das auch selber drin. Ich weiß es ja nicht. Wolli macht aber auch gar nichts, ne? Der hat nichts Neues mehr hier. Ich muss mal eben auf Kaninchenjagd gehen. Mist, dich habe ich heute schon gefüttert. Okay, da muss ich nicht auf Kaninchenjagd gehen. Jetzt bin ich schon wieder im falschen Bildschirm. Ja, gut, ist okay, ist okay. Ich mache auch mal Fehler. Stimmt, es regnet, ja. So, dann gucken wir mal bei dir zu Hause, ob du das Ding vielleicht irgendwo liegen hast. Ist das eine Glühbirne? Sieht danach aus, ne? So, sehr schön. Ja, und der blöde Mickey versaut jetzt schon wieder alles. Das ist doch einfach zum Kotzen, oder, lieber Wolli? Das finde ich auch, ja. Ja, jetzt haben wir eine halbe Folge gemacht und wie immer wollte ich eigentlich die Folge nur unserem lieben Wolli hier widmen. Aber wir werden mal wieder enttäuscht, weil Mickey es nicht für nötig hält, um diese Uhrzeit wach zu sein. Ich meine, wir haben noch nicht mal 11 Uhr. Gut, 11 Uhr ist jetzt auch schon ein bisschen spät. Kannst du mal aufhören, mal so vor mir zu stehen? Aber dass der blöde Kerl ständig pennt um die Uhrzeit, das ist so nervig. Ja. Ich weiß nicht. Ich müsste jetzt eigentlich mit einer anderen Quest weitermachen. Oh, das ist wirklich... Er ist noch gesperrt. Ja gut, ihn muss ich noch ein bisschen leveln. Das ist okay. Sie muss ich auf Level 3 kriegen. Problem ist, obwohl... Ich weiß nicht, was sie da... Nee, Moment. Ja, geh raus. Ich weiß nicht, was sie da jetzt gerade... Ach, Maui müssen wir auch noch leveln. Er ist auf 7. Na gut, das sollte relativ schnell gehen. Ach, die hat immer noch Teile zum Basteln. Rote Passionslilie könnte ich... Rote Passionslilie. Da gucken wir doch mal eben nach. Ob wir die... Ja... Es tut mir leid, mein süßer Wolli. Es tut mir wirklich leid. Hm? Ja. Ich wollte jetzt eigentlich einen Screenshot machen. Dieses blöde Reden ging leider nicht raus. Rote Passions... Was habe ich gesagt? Blüte. Hm, das ist Gänseblümchen. Bromelie, Glockenblume. Natürlich werde ich sie nicht haben. Rote Passionslilie. Oh, welch ein Wunder. Nein, jetzt habe ich schon wieder... So. Lass mich mal durch, Wolli. Ja. Ich kann doch nichts dafür. So, Ariel ist zu Hause. Das heißt, wir gehen mal dahin. Wenn sie denn gleich auch noch zu Hause ist, weil Ariel backt gerne mal rum. Das habe ich ja schon irgendwie in der Folge davor gesagt. Nein, Donald, ich habe gerade keine Zeit, bevor du fragst. Komm, Mädel, hallo. Hallo. So, ich habe was für dich. Die Passionslilie. Und du bist auf Level 3. Sehr schön. Oh, Gameplayerin, ich danke dir. Es ist wunderbar. Ah, ja.
So, perfekt. Dann würde ich eigentlich sagen, machen wir direkt schon mal mit ihr weiter, weil sie ja auch so ein bisschen involviert war. Hallo, es wäre schön, wenn ich mit dir reden könnte. Ariel! Hallo! Back doch nicht immer da hinten rum, ich möchte mit dir reden. Ich habe eine fantastische Idee für uns. Ich habe überall gesucht, aber ich kann Erik nicht finden. Ich brauche unbedingt seine Hilfe. Was brauchst du? Ich habe jeden nach Erik gefragt. Aber außer mir scheint sich niemand an ihn zu erinnern. Niemand erinnert sich an Prinz Erik? Wie kann man nur einen Prinzen vergessen? Genau, ich denke, wenn man einen Märchenprinzen gesehen hat, hat man sie alle gesehen. Nee, wie kann man nur einen Prinzen vergessen? Ich weiß nicht. Nicht einmal Magie könnte mich Erik vergessen lassen. Bevor ich verschwand, hat er so sehr versucht, uns vor dem Vergessen zu schützen. Er sagte mir, er müsse jemanden aufsuchen. Ich frage mich, wen er damit gemeint hat. Nun, Merlin weiß eine Menge über Magie. Könntest du ihn fragen? Oh, und Christoph hat Erik manchmal geholfen. Und Maui ist immer am Strand. Vielleicht hat er Erik gesehen. Einer von ihnen muss etwas wissen. Komm ich bald wieder besuchen? Ja, mach ich. Das Problem ist nur, wenn ich die Leute jetzt anspreche. Also Merlin ist kein Problem. Aber wenn ich den Rest jetzt anspreche, dann quatschen die mich wieder an, weil die nämlich alle wollen, dass ich deren Quest annehme. Das ist so ätzend. Das heißt, wir müssen deren Quests jetzt gleichzeitig auch annehmen. Nur damit wir dann hier in der Story weiterkommen. Das ist blöd, dann ist alles total durcheinander. Hier bin ich. Wir müssen reden. Prinz Erik, sagtest du, ein freundlicher junger Mann mit dunklem Haar. Oh, verflixt und zugenäht. Ich fürchte, ich kann mich an nichts mehr erinnern. Es tut mir leid, Gameplayerin. Ich lüpfe meinen Hut, obwohl ich es vorziehe, ihn aufzulassen. Achso, wo laufe ich eigentlich hin? Entweder ist es so eingestellt, dass es mal wieder der Letzte ist. Oder es ist eventuell jetzt bei Christoph. Eins von beiden. Anna. Oh. Den müssen wir natürlich noch öffnen. Ah, sehr schön. Entschuldige, darf ich dich was fragen? Ja, aber bitte nicht jetzt. Ich kann doch nicht alles auf einmal machen. Hallo, Christoph. Hi, darf ich? Können wir reden? Kann ich dir behilflich sein, Gameplayerin? Oh, bitte. Ja, also erstmal muss ich dir eine Frage stellen. Was ist deiner Meinung nach die romantischste Art, einen Tag mit einem geliebten Menschen zu verbringen? Am Lagerfeuer im verschneiten Wald kuscheln. Ja gut, verschneiter Wald, da wären dann wahrscheinlich keine Mücken. Aber ich bin mal ganz oldschool und sag mal ein Essen bei Kerzenlicht. Ich dachte, das wäre ein Klischee. Aber vielleicht sind Klischees manchmal gut. Besonders, wenn es um Romantik geht. Danke, Gameplayerin. Du hast mir einen großen Denkanstoß gegeben. Bis bald. Das ist schön. Oh, hey. Das ist auch schön, dass ich jetzt was anderes machen kann. Weil normalerweise drängt die mir nämlich immer die Quest auf. Also es ist sehr seltsam. Manchmal drängt er einen die Quest auf, dann doch wieder nicht. Und ja. Ich frag ihn mal, ob wir zusammen abhängen können. Ja. Und, damit ich dich gleich dann noch dabei habe, wenn ich die Folge beende. Und frag dich mal nach dem Prinzen. Ein Prinz mit dunklem Haar? Jetzt, wo du es erwähnst. Ich erinnere mich an so jemanden, aber es ist irgendwie verschwommen. Früher habe ich einem Mann mit seinen Expeditionen auf See geholfen. Er fand seltene Artefakte aus dem Tal und ich half ihm, sie zu seinem Schiff zu holen, sie zu bewahren, von seinem Schiff zu holen, sie zu bewahren und zu archivieren. Vielleicht war das dieser Erik. Vielleicht habe ich zu Hause noch ein paar Aufzeichnungen von seinen Expeditionen. Ja. Ich muss ein paar Sachen für Donald holen, aber wenn du dich darin umsiehst, findest du bestimmt etwas. Vielleicht habe ich aufgeschrieben, wo Prinz Erik hingegangen ist. Ja, und flups kam gerade ein Buch im Hintergrund. Das nehmen wir nochmal direkt. So. Das heißt, das muss ich dann... Achso, bringe Christoph. Okay. Kann ich dir behilflich sein? Einmal das Buch.
Bitteschön. Ja. Danke, zeig mal her. Sag mir, was du gefunden hast. Soll ich deine Lesebrille holen? Hey, vielleicht das? Ist es das hier? Aha. Oh, aber das ist nicht gut. Auf der hier aufgeführten letzten Expedition von Erik ist ein großes rotes Kreuz zu sehen. Hm. Das bedeutet, dass das Schiff gesunken ist. Ich bin sicher, dass Erik es geschafft hat. Wenn er ein Seefahrer war, könnte er sicher schwimmen. Mal sehen. Hier steht, dass das Schiff in der Nähe vom Schädelfelsen gesunken ist. Nicht weit vom schillernden Strand. Vielleicht findest du ja einen Hinweis im Wasser. Man weiß nie, was man angeln könnte. Und da sind wir wieder beim Thema Angeln. Du kannst mich mal, Christoph. Kommst du denn mit? Ja, du kommst mit. Das ist gut. Hey, hier drüben. Ja, aber mit dir kann ich jetzt gerade nicht reden. Ich tue alles für euch, wirklich. Aber ich muss unbedingt... Es ist jetzt schon so viel durcheinander geraten. Also, mein Ziel, immer alles so schön nach der Reihenfolge zu machen. Das klappt überhaupt nicht. Können wir das jetzt... Ah, wir können es jetzt betreten. Sehr schön. Nee, das ist Maui. Das ist gar nicht die Schädelküste. Die ist direkt daneben. Meine das da? Können wir da dran? Können wir nicht ran? Können wir jetzt da rein? Auch nicht. Aber wir können was angeln. Moment, ich versuche es erstmal bei der blauen Stelle. Weil ich habe ja noch diese dämliche Aufgabe mit den Makrelen, keine Ahnung. Die roten Viecher. Die da! Genau, die Garnele, genau. Eine haben wir, eine haben wir. Oh mein Gott. Das dürfte jetzt theoretisch die Quest sein, oder? Oh mein Gott, wir haben sein Gesicht gefunden. Okay. Kann ich hier... Komm mal raus jetzt. Bringe Ariel, was du gefunden hast. Ich weiß schon, was jetzt kommt. Oh, mein armer Erik. Das sieht genauso aus wie er. Moment, hier ist noch eine blaue Stelle. Hallo, Schweinchen. So. Nicht den Fisch verschrecken. Oder im besten Fall die Garnele. Entschuldigung. Ah! Aber ich habe das jetzt nicht mit Goofy geangelt. Nein. Oh. Oh. Ich dachte schon, dass sie das jetzt nicht zählen, weil Goofy nicht dabei war. Oh, dann hätte ich mich aber geärgert. Ganz ehrlich. Dann hätte ich mich geärgert. Ist sie überhaupt noch da? Nee, ist gar nicht da, ne? Ich laufe hier einfach so zielstrebig rein. Ich hoffe, die backt jetzt hier nicht wieder irgendwo. Oh, nicht wieder da. Ja, die Orte hier kennen wir ja schon. Ariel. Hier ist auch wieder sowas. Nein, hau doch nicht ab. Hallo. Diese Statue. Das ist Erik. Ich habe genauso eine auf dem Deck seines Schiffes gesehen. Ist das alles, was du bei dem Schiffswrack gefunden hast? Ich mache mir große Sorgen, dass ihm etwas zugestoßen ist. Dafür schaut sie aber sehr paralysiert gerade in den Himmel. Entspann dich. Ja, entspann dich hört sich schlimm an. Auch ich mache mir Sorgen. Alles wird gut. Ich bin froh, dass du hier bist, Gameplayerin. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Hinweise als eine zerbrochene Statue und ein gesunkenes Schiff. Wenn sich nur jemand außer mir an Erik erinnern würde. Warte, ich habe eine Idee. Wenn wir die anderen Teile der Statue hätten, könnten wir sie vielleicht zusammensetzen. Wenn die Dorfbewohner sie dann sehen würden, würde das vielleicht ihre Erinnerungen zurückbringen. Hm, es ist einen Versuch wert. Aber das hier war das Einzige, was ich im Wasser in der Nähe des Schiffswracks finden konnte. Vielleicht wurden die anderen Teile an die Küste gespült und die Dorfbewohner haben sie gefunden. Ich wette, Christoph wird es wissen. Die steht jetzt rein zufälligerweise neben mir. Ich werde ihn fragen. Ich bin wirklich dankbar für deine Hilfe. Ja, kein Thema. Christoph, altes Haus, lang nicht mehr gesehen. Oh, hey, da bist du ja wieder.
Mit einem Gesicht aus Stein? Oh, jetzt erinnere ich mich. Prinz Erik. Ja klar. Das ist er doch, oder? Er wurde doch nicht in Stein verwandelt, oder? Nein, das ist nur eine Statue. Puh, das ist gut. Wo hast du es gefunden? Ich habe es im Meer vor dem schillernden Strand gefunden. Übrigens, eben standst du genau neben mir, als ich das gefunden habe. Ich muss auf dem gesunkenen Schiff von Erik gewesen sein. Moment mal. Jetzt fällt mir alles wieder ein. Gleich nach dem Sturm suchten Donald und ich den schillernden Strand nach Sachen aus dem Schiff ab. Jetzt, da ich darüber nachdenke, Erik war dabei und hat uns geholfen. Ich erinnere mich. Er hat es also aus dem Schiffsrock geschafft. Ja. Vor dem Vergessen war das kein Problem. Vielleicht würden sich einige der anderen Dorfbewohner daran erinnern, wo er hingegangen ist, wenn sie die ganze Statue sehen würden. Ich habe eines der Stücke, die wir gefunden haben, behalten. Und Donald hat die anderen. Ich glaube, ich habe meins als Briefbeschwerer benutzt. Was? Es ist schwer und hält Papiere fest. Es gehört dir, wenn du es finden kannst. Es ist irgendwo in meinem Haus. Ja, natürlich. Wo denn auch sonst? Aber ich muss da hinporten. Das ist mir ehrlich gesagt zu lange. Zu weit, meine ich. Es dauert mir zu lange, das wollte ich sagen. So, Moment, die Richtung da. Ich weiß irgendwie nie, in welche Richtung ich gucke, wenn ich ankomme. Hi! Und nein, ich kann gerade nicht helfen. Es tut mir leid. So, du hast es als Briefbeschwerer benutzt. Da oben war... Ach, da. Das ist die Hand oder sowas, ne? Was war das denn gerade? Hä? Oh, da ist noch eine Truhe. Und ein Zettel. Gut, dass ich nochmal nachgeguckt habe. In diesem Schloss lebt Elsa. Nein, warte, das stimmt nicht. Nur ihre Schwester lebt dort. Annie? Angela? Warum kann ich mich nicht an ihren Namen erinnern? Anna. Es war Anna. So, oh, ich habe echt keinen Platz mehr. Schauen wir mal kurz, was wir jetzt da gefunden haben. Weihnachtspulli. Okay, gut. Ich meine, kann man auch gebrauchen. Ach, da bist du, Christoph. Was machst du denn jetzt hier im Eingang und wieso bist du nicht mitgekommen? Ich hoffe, du folgst mir aber trotzdem noch, weil ich brauche dich gleich nochmal, wenn wir hier rauskommen. Und da sehe ich gerade wieder was. Hier oben sind wieder ganz viele von denen. So, frag Donald nach Eriks Statue. Der ist wahrscheinlich auch jetzt am Pennen oder so, ne? Nee, der ist hier unten. Wenn der jetzt wieder weggeportet ist. Donald, warte. Hi. Habe ich nicht verstanden, aber egal. Ich wollte dich was fragen. Ach so, du bist ja auch noch Level 1. Moment, dann rede ich auch noch mal mit dir. Meine Freunde sagen mir, dass ich ein bisschen jähzornig bin. Aber ich glaube, sie reden einfach Unsinn. Was tust du, wenn du wirklich wütend bist? Nicht, dass ich aus einem bestimmten Grund fragen würde. Ich meditiere, um mich zu beruhigen. Ja. Ich schlage auf ein Kissen, ich schreie und schlage um mich. Ich meditiere mal. Meditieren? Wie macht man das? Schließ die Augen und atme tief ein und aus. Wobei du auch einfach Musik zur Entspannung hören könntest, theoretisch. Aber das wäre dann nicht dieses richtige Atmen. Aha. Auf Wiedersehen. Nee, nicht auf Wiedersehen. Ich habe noch eine andere Frage. So, lass uns dein Haus ansehen. Wieso sein... Ich weiß gar nicht, wo sein Haus überhaupt ist. Fällt mir gerade auf. Donald, wo wohnst du eigentlich? Oder ist das hier Donald? Das ist dann gar nicht Goofy. Aber ich meine, das wäre Goofys Haus. Ich bin total... Keine Ahnung. Die Statue eines Prinzen? Oh ja, ich erinnere mich, dass ich einige Teile einer Statue aufbewahrt habe, die an den Strand gespült wurde. Ich habe eins Onkel Dagobert gegeben und meins vergraben, um es vor dem Vergessen zu schützen. Natürlich. Aber ich habe vergessen, wo... Lass mich kurz nachdenken. Es war matschig und voller Fliegen. Vielleicht ist es ein Ort in der Nähe des Wassers, auf der Lichtung des Vertrauens? Auf
Wiedersehen. Ja, Wiedersehen. Lichtung des Vertrauens. Wasser. Ich gehe da als erstes hin, sonst vergesse ich das wieder. Lichtung des Vertrauens. Das ist hier. In der Nähe von Wasser. Und vergraben, sagt er. Ich weiß, die Folge heute wird doch im Vergleich sehr lange. Aber ich würde das hier gerne noch beenden, sofern ich das denn mal darf heute. Nicht so wie bei den anderen. Oh, das sind so Farben. Da würde ich sofort angeln gehen, weil ich genau weiß, dass da irgendwas Gutes bei ist. In der Nähe vom Wasser. Hier ist es überall matschig, aber hier ist nichts zum Graben. Christoph, mach mal die Augen mit auf. Muss ich das auskramen oder kann ich das? Ja, muss ich auskramen. Okay. Das sieht gut aus. Nein, das sieht nicht gut aus, weil alles voll ist bei mir. Oh, was habe ich denn da gefunden? Glas. Wo zur Hölle habe ich Glas her? Ich bin verwirrt. Okay. Ich würde sagen, dass wir dann das ablegen. Das können wir ja jederzeit wieder mitnehmen. Wir brauchen das ja auf jeden Fall für die Quest. So, dann bei Dagobert müssen wir dann nochmal zum Abschluss hin. Ich hoffe, es ist dann auch wirklich der Abschluss. Aber ich knall mal eben ein paar Sachen von mir hier vorne einfach in die Truhe rein. Dafür ist die Truhe übrigens gar nicht schlecht, wenn man mal wieder zu viele Sachen hat. Einfach alles da reinknallen, was man so gerade nicht braucht. Die könnte ich vielleicht noch gebrauchen, wenn ich unterwegs doch nochmal so ein Viech begegne. So ein Viech vor allen Dingen. Also, ich meine natürlich Nasen. Das haben wir auch gesammelt. So, das sollte jetzt eigentlich erstmal reichen. So. Nee, das ist Remi. Gehen wir nochmal schnell nach Dagobert. Vor allen Dingen nach Dagobert. Ich habe heute ein tolles Deutsch drauf irgendwie. Dagobert, gib mir bitte keine Quest. Ich muss nur noch mal kurz mit dir reden. Einen schönen Tag noch. Ach nee, ich habe ja noch eine offene Quest bei Ihnen. Oh, willst du mich? Okay. Eine vergessene Kombination. Das ist alles von ihm. Eigentlich kann man das ja alles starten. Wiederaufbau des Tals. Ja genau, das ist jetzt die dran ist. Eigentlich kann man das ja alles starten, damit man schon mal weiß, was braucht man jetzt genau für die Teile, also für die Gegenden. Und dafür dementsprechend schon mal was bauen. Er ist eh auf dem höchsten Level, da muss ich jetzt nichts machen. Wir reden jetzt erstmal bei Erik. Ah, Gameplayerin, bist du auf der Suche nach einer neuen Investitionsmöglichkeit? Du hast ein Stück von Eriks Statue. Ei, das stimmt. Welches Interesse hast du daran? Würdest du es mir geben? Es dir geben? Umsonst? Für was für einen Geschäftsmann würdest du das machen? Würde mich das machen? Wie wäre es mit einem Handel, Gameplayerin? Ich tausche es gegen ein paar Peridote. Das war ja wieder klar. Das freundlichsten wieder Dank. Fünf Stück. Sind das nicht diese sauteuren Dinger? Hallo. 50.000. Wollt ihr mich verarschen? Ich habe eh kein Geld, aber das sieht so an der Statue jetzt nicht schlecht aus, muss ich sagen. Ach, da ist auch diese Mickey-Maus-Hose, die ich schon mal gesehen habe. Ich glaube, in der Vorschau oder so. Na, ich weiß, ich halte mich wieder auf, obwohl wieder alles so... Ach, so lang wird gerade. 5 Peridote. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich die jetzt nicht habe, weil das garantiert diese ganz teuren... Ach so, wo laufe ich denn eigentlich hin? Weil das garantiert diese ganz teuren jetzt sind... Achso, ich wollte gerade sagen. Nein, es sind die. Okay, immerhin. Dann... Ich weiß zwar nicht, warum da jetzt Ariel drunter steht. Wenn man da drauf geht, dann steht Ariel drunter. Keine Ahnung. Wahrscheinlich, weil es die Ariel-Quest ist, nehme ich mal an. So. Ich laufe schon wieder in die falsche... Ich bin hier gerade... Oh... Was ist das, was draußen ist? Das steht hier drin auch nochmal. Okay. Dagobert? Da. Guck
Komm mal her. Hast du eine Minute Zeit? Ich hoffe, du hast eine Minute Zeit. So. Hier. Deine mehr als sehr teure Bezahlung. Es war mir ein Vergnügen, mit dir Geschäfte zu machen. Nun, hier ist, was du wolltest. So wie es, wie wir es besprochen haben. Bitteschön. Freundlichsten Dank. Ja, freundlichsten Dank von mir. Okay, Ariel, bitte noch nicht schlafen gehen. Bitte noch nicht... Nein, die ist schon wieder unterwegs irgendwo. Nein, die ist an ihrer Backstelle. Oh, nein, 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 nein. I hate it. I hate it so much. Da, jetzt ist es schon wieder... Nein. Ariel? Ariel, komm. Nein. Ich muss mit dir reden. Hallo. Du hast alle Teile von Eriks Statue. Oh, danke, Gameplayerin. Jetzt können wir sie reparieren. Oh. Könntest du sie, sobald sie repariert ist, am schillernden Strand aufstellen, damit sie jeder sehen kann? Wenn jeder sie sieht, werden sie sich bestimmt an ihn erinnern. Irgendjemand muss doch wissen, wo er ist. Warte, das hätte ich fast vergessen. Du brauchst das Zeug, das Goofy mir gegeben hat. Er nannte es Alleskleber und meint, es klebt alles zusammen. Ich glaube, die Menschen benutzen es, um sich die Haare zu machen. Aber das weißt du ja sicher alles. Mhm. Niemand nutzt es dafür. Das ist eine interessante Idee. Nimm ruhig alles. Ich brauche es nicht. Normalerweise nutze ich nur Meerwasser. Hier, bitte sehr. Ich hoffe, es wird stark genug sein. Superglue. Okay, nee, da gehen wir jetzt mal eben ganz schnell hin, weil wie gesagt, wir sind auch gerade unsere Aufnahme so massenhaft am Überziehen. Aber ich möchte das jetzt hier zumindest beenden. Also ich hoffe, dass dann, ne, wenn die Sache mit der Statue erledigt ist, dass man dann eventuell, ah ja, so, dass man dann vielleicht eine neue Quest bekommt oder so. Okay. Habe ich mich jetzt gerade erschrocken. Warum ist jetzt das Wetter schon wieder so beschissen? Wo stellen wir das denn hin? Am besten bei ihr, würde ich sagen, oder? Sieht doch eigentlich ganz gut aus. Und nach dem Motto, hier wohnt sie und da steht seine Statue. Sieht doch gut aus. Aber wo ist sie? Moment, ich muss platziere die Statue in der Nähe des Fußes. Moment, in der Nähe des Fußes der großen Treppe am schillernden Strand. Ach so. Ach so. Moment, jetzt muss ich mich erstmal drehen. Ich sehe nichts mehr. Ist aber okay, wenn das die Treppe ist, oder? So, Gegenstand drehen. Blöd, weil das da gerade... So, so vielleicht? Ah, Erinnerung. Brauchst nicht weglaufen, Christoph. Dich brauche ich gleich noch. Okay. Dachte ich mir schon nebenbei bemerkt. So, erzähle Ariel, was du gesehen hast. Die ist mal wieder... Die ist da, okay. Bitte, bitte auch ansprechbar. Maria Hill, du warst doch gerade noch hier. Da. Nicht weglaufen! Ich freue mich so, dass du hab hier bist. Hab ich dich gekriegt, du. Erik hat dir gesagt, dass er mit jemandem reden würde. Die Erinnerung zeigt, wie er mit Ursula spricht. Ist es möglich, dass er dich betrogen hat? Genau, mit dieser hässlich aussehenden Max. Sie muss etwas wissen. Oh, ich wette, sie tut es. Das beunruhigt mich. Wir werden sie dazu bringen, die Wahrheit zu sagen. Wie werden wir sie dazu bringen, die Wahrheit zu sagen? Ich kümmere mich darum. Ich will nicht, dass du dich in Gefahr begibst. Oh, ich habe keine Angst vor der Gefahr. Aber du hast recht. Ursula wird mir nie die Wahrheit sagen. Sie wird ihre Geheimnisse nicht einfach mit jedem teilen. Du musst dir ihr Vertrauen verdienen. Sogar ihre Freundschaft, wenn du kannst. Bitte, sei vorsichtig. Ursula kann sehr gefährlich sein. Ich warte ja auf dich, wenn du zurückkommst. Ja! Die sich immer freut, wenn die ein Level up hat. Das war irgendwie auch niedlich. Ja. St
stimmt. Die Spielzeugeisenbahn können wir immer noch nicht mal. Ja, dann tut es mir leid, aber wir sind ja jetzt schon an die 40 Minuten dran. Und ja, ich würde gerne auch irgendwann die Folge mal beenden. Ich finde es eigentlich einen ganz guten Cut jetzt, weil jetzt so der in Anführungszeichen nächste Teil mit der Meereshexe wahrscheinlich kommt. Ich weiß natürlich nicht, wie lange, aber man muss mal schauen. Ja, wir hören für heute auf. Ich werde jetzt Christoph noch ein bisschen leveln. Und dann Christoph, der hier gerade versucht, irgendwie einen Breakdance hinzulegen. Ich weiß auch nicht, was er gerade vorhat. Aber er macht dem Schwein alles vor, was das Schweinchen hier gerade alles nachmacht. Gut, wenn die beiden das so wollen, dann ist das in Ordnung. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn wir entweder die Meereshexe machen oder, falls ich das jetzt vergessen sollte, die Spielzeugeisenbahn besorgen. Weil die müssen wir nämlich auch noch besorgen und ich hoffe, dass Mickey dann wach ist. Es wäre vielleicht ganz gut, wenn wir erst das machen, weil ich nie weiß, bis wann Mickey überhaupt wach ist. Der geht nämlich immer sehr, sehr früh ins Bett. Bis zur nächsten Folge. Ciao!